begrüße euch zu einem neuen Vlog. Wir beginnen den Tag meistens immer mit Arbeit und Kaffee trinken. Mhm. Nachdem wir die Kinder für die Schule und Kindergarten vorbereitet haben, die Großen sind schon längst abgehauen, natürlich mit dem Auto, weil der Patrick hat schon einen Führerschein. Hast du das erzählt? Der Patrick hat den Führerschein jetzt vor kurzem bestanden und jetzt fährt er ab und zu mit dem Auto, wenn er zum Beispiel verschläft oder so. Verschläft. Oder lange Unterricht hat oder ja, so. Oder wenn er, ja genau. Wenn er also wenn er keinen Bus nach Hause hat, dann genau. Müssen wir nicht mehr losfahren, ihn zu holen. Das ist schon eine Erleichterung. Ist auch schon praktisch, ja. Oder auch manchmal die Michelle von der Schule abholen. Ja. Die fahren auch gemeinsam und auch gemeinsam nach Hause kommen. Ja, ist zwar praktisch, aber manchmal ist mein Auto weg. Wir werden jetzt wie immer wieder ein bisschen arbeiten. Wir müssen jetzt nämlich, wir organisieren ja den Adventkalender, das habe ich schon öfters gesagt. Aber ich weiß, bei Instagram jeden Tag ein Gewinnspiel, also schaut da gerne vorbei. Und wir planen gerade so noch die nächsten Türchen. Genau. Seid gespannt, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Gewinnspiele. Ja. Und auch für groß und klein. Auch für klein? Ja. Für klein? So klein weiß ich nicht, aber... Doch, auch. Okay, also unbedingt schauen. Immer vorbeischauen bei mir. Jetzt habe ich erst jetzt im Handy gesehen, ich wollte gerade Story machen, dass ich hier so einen weißen Puderfleck von meinem Ding noch habe, von meinem Trockenshampoo. Und der Papa, der sagt sowas. Papa! Krieg ich ein Kuschbaby? Das wollte ich eigentlich sagen. Also ich habe jetzt bis jetzt E-Mails geschrieben und bin eigentlich noch nicht ganz fertig, aber ich wollte ein bisschen Story machen und dann habe ich gesehen, dass das ein weißer Fleck ist. Ich glaube, dieser junge Mann, der geht bald, ich sag's euch. Und wisst ihr was, ganz lustig, dieses Schlaf-Overall-Anzug, was auch immer, mit Mickey Mouse drauf, das hat einmal der Luisa gehört. Und die Luisa hat, als sie das angehabt hat, ihre ersten richtigen Schritte alleine gemacht. Das war so cool, irgendwie das... Ah! Ist eine süße Backe. Ich muss ihm meine Haare verstecken vor ihm, weil der reißt mir wirklich richtige gute Büschel damit ab. Hey meine Lieben, wir haben bis jetzt gearbeitet, jetzt muss ich mal kurz aus dem Haus raus. Wir brauchen Mineralwasser, Leergut steht jetzt hier bereit, ich muss es zurückgeben und dann wieder volle Flasche wieder nach Hause bringen. Die Mama ist jetzt im Wohnzimmer, sie arbeitet, ich glaube, sie macht jetzt Livestream. Wie gesagt, ich werde jetzt Mineralwasser holen und dann noch kurz zur Post, weil ich habe zwei Pakete zu verschicken und natürlich nehme ich euch dann mit. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay. So, Mineralwasser gekauft, ist schon im Auto beladen und jetzt werden wir gemeinsam kurz zur Post fahren. Wie gesagt, ich habe zwei Paketen hier zu bringen. Danach schnell nach Hause. Mittagessen muss man auch noch kochen. Ich habe Bärenhunger. Straßenkatze, der Baba will ein bisschen bloggen. Ihr kennt mal, jetzt live dabei. Ihr kennt mal hier, so seht ihr, wie das für uns ausschaut. Hey. Also, das war ja nur. Das ist eine gute Frage. Sprecht ihr eigentlich noch Rumänisch, wenn die Kinder vielleicht was nicht mitkriegen sollen? Sicher, immer. Freilich. Aber der Patrick versteht alles. Der Patrick versteht alles, stimmt ja. Die Michelle merke ich, dass sie manchmal so, wenn sie zuhört, das strengt sie sich an und versteht was. Sie halt auch, ja, viel. Aber nicht alles. 2 Stunden später. Bei uns kommt nicht das Christkind, sondern der Weihnachtsmann. Ich glaube, das mit dem Christkind, das ist sowas Katholisches.
meine Pommes sind jetzt schon fertig. Ich werde sie gleich rausnehmen, weil sonst werden sie braun. Yeah. Und man sollte eigentlich goldgelb essen. Und die Mama hat jetzt in der Zwischenzeit... In der was? Zwischenzeit? In der Zwischenzeit Käse. What? Was? Ich verstehe das nicht. Warum wird das so? Warum piekt das so? Soll ich vielleicht noch länger in den Kühlschrank lassen? Ja, ich weiß nicht, aber ich muss meine Pommes auch noch rausnehmen. Ja. Ist der den Cheesekuchen nicht fertig? Nein, das muss ich länger im Kühlschrank lassen. Oh. So, meine Lieben, und so schaut unser Mittagessen aus. Mega, mega lecker. Die Pommes sind wirklich einfach köstlich und schauen auch köstlich aus. Also, wir werden jetzt gemeinsam in Ruhe essen. Ich schalte mal die Kamera aus. Und wir sehen uns dann ein wenig später. Ich melde mich auch mal. Wir haben uns heute kaum gemeldet am Nachmittag. Wir haben ja Mittag gegessen und Also ich habe noch meinen Kuchen gebacken. Ich habe den schon gesehen. Ich habe ihn ja auf YouTube schon gezeigt. Bin gerade also ein bisschen durchverwirrt. Alles, weil Vloggen und Instagram-Story machen. Kannst du mal herzeigen? Man weiß nicht mehr, wo man was schon erzählt hat. Tada! Wenn wir den jetzt uns gönnen, der war jetzt im Kühlschrank, aber der wird jetzt schon gut durchgekühlt sein. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, aber die Kinder wollen auch Cornflakes essen. Wer ist jetzt Kuchen und wer ist Cornflakes? Schaut schon yummy aus, oder? Mein Gott. Das ist ja schon lecker aus, oder? Ja, schneidest du ein Stückchen. Ein schärferes Messer hast du nicht gefunden? Nur, dass ich mich verletze, ich habe ja. Oh. Aber eigentlich ist der Käsekuchen, den ich immer mit Oreo-Keksen mache, noch besser. Finde ich jetzt, aber... Ja. Michelle, du brauchst einen Teller. Ja, bitte, Michelle, ganz einen kleinen Teller. Die Sophie hätte bitte gern auch ein Stückchen. Ja? Sophie, bringst du das, die Michelle? Ich nehme die. Du möchtest Cornflakes? Machst du das, Michelle? Das ist mein Teller. Der Papa sitzt bei dir. Kannst du das da hinstellen? Ja. Sehr gut. Ich hole mal Besteck raus. Wie esst ihr mit Löffel oder mit Gabeln? Oh, wir machen ein Dreieck, oder? Ich hab doch schon ein Stück, oder? Was ist mit der vierten Teller? Ich will ein Stück.